Wolltest du ein Raumschiff-Upgrade? Oder etwas ein wenig Persönlicheres? Kato. Die Elektrizität springt noch mehrere Ziele über. Nimm ich mit. Dankeschön. Jetzt habe ich noch 125. Damit kann ich mir nichts mehr kaufen. Es sei denn, es gibt was beim Raumschiff für 125. Nö. Gut. Dann habe ich jetzt hier noch Herausforderungen. Hier habe ich noch einen Ort freigeschaltet. Erkunde die Region und sammle Fusse. Mache ich doch mal. Kann man jetzt Sachen einsammeln oder auf eine Welt untergehen oder was auch immer. Ich bin gespannt. Ich mache das jetzt auch nur, um mal rauszufinden, was man hier so machen kann. Ja, mein Name ist Kusakis, ich spiele gerne und das hier ist die Open World von du bist aus der falschen Zeit, wir haben doch keine Flugtaxis. Und ich hoffe auch, manche Leute nennen mich Joe Sixpack. Ich habe keine Ahnung warum. Ich habe noch nie auch nur einen Sit-Up gemacht. Guck mal, jetzt steht das Ding wieder. Was ist dies? Zerstören. Wie kann ich eigentlich mit dem landen? Okay, ich kann nur auf bestimmten Stellen landen. Alles klar. Dann schaue ich mich doch hier mal ein bisschen getarnt um. Mal rauszufinden, wie groß das hier alles ist. Wenn Bobby Junior noch einmal nach dem Bike fragt, dann schwöre ich bei Gott, werde ich ihn erwürgen. Okay. Ich mag Eisenhower. Er ist kein Präsident wie Huffman, aber er weiß, wie man einen Krieg gewinnt. Sherlock? Oh Gott, ich brauche noch eine Valium. Oder zwei? Nein, besser gleich drei. Das meinte Elliot also mit einem Leben in stummer Verzweiflung. Danke, du englischer Mistkerl. Blue Moon Drive-In Cinema. Einen das mit den Wechseljahren auch zweimal passieren kann? Weiß ich nicht. Bin ich echt überfragt. Lana Turner oder Doris Day? Warum stellt mich Hollywood vor eine unmögliche Wahl? Sei verdammt, Hollywood! Sei verdammt! Okay. Diese Außerirdischen pumpe ich mit Blei voll, wenn sie meinem Schaf Dolly zu nahe kommen. Aber sonst nicht, ja? Ich muss schon sagen, dieser Staubsaugerverkäufer hat echt gute Argumente gehabt. Oh, den wollte ich aufsammeln.
Eine schöne Kleinstadt hier. Oh, netter Rasen, Judy. Schöner Garten, Liebes. Du männerstillende, hochnäsige Hexe. Okay. Ich hoffe, denen ist es egal, dass ich hier rumfliege. Extra, Hilfe! Du willst dich mit mir anlegen? Nö. Ich hab keine Angst vor dir. Glaubst du, wo du hingehst? Das ist die. Kurz mal die Militärbasis zerspringt. Lass mich in Ruhe! Ich lade mich nur kurz ein Schild, mir nur kurz die Schilder auf in deinem Auto. Und das war's mit deinem Auto. Zurück zum Invasionsbereich, oder? Egal, entspann dich doch. Was schön, wie viele Leute hier einen Pool im Garten haben. Habt ihr denn einen Raketenwerfer her? Dann tarne ich mich wieder und guck mal, was hier noch so abgeht.
Ich hab ganze Dörfer in Kurve. Es tut so weh! Sag das nur einmal. Geh aus dem Weg. Was ich denke? Was könnte ich dir schon sagen? Aber dann müsste ich dich. Weißt du, wie sie mich im Krieg genannt haben? Bitte? Okay, das war also auch nicht sehr sinnvoll. Jäger fängt haarlosen Bigfoot. Ja, ich hätte eben keine Ahnung gehabt, wie ich hier rauskomme. Zum Mutterschiff zurückkehren. Mit Escape hätte ich rausgekommen. Ja. Komm nur näher. Waffen, Fähigkeiten, Raumschiffe. Upgrades are us. Upgrades are us wäre auch ein schöner Laden. Und ich gehe jetzt einfach in die nächste Mission und guck mal, wie ich mich da zum Affen mache. Alien Pool Party. Das klingt ja schon mal geil. Außerirdische Pool Party. Das ist super übersetzt. Ihm ist ein bisschen heiß, der ist in Kanada. Da wären wir, Crypto. Das sonnige Santa Modesta. Mach als erstes das Alphabet der Siedlung ausfindig. Vielleicht erhalten wir so einen Einblick in die wirren Sozialhierarchien der menschlichen Gesellschaft. Jo. Crypto, als erstes solltest du eine menschliche Gestalt annehmen. Auf dieser Mission ist es äußerst wichtig, dass du völlig unerkannt bleibst. Flieg deine wahre Gestalt auf, ist die Mission gelaufen. Ja, dann gehe ich doch mal hier hoch und nehme mir den ersten, den ich kriegen kann. Genau. Scanne alle Menschen, die du aufspüren kannst. Sie könnten dir verraten, wo sich das Alpha-Männchen aufhält. Vielleicht habe ich bei der Poolparty heute ja mal Glück. Treffen ein paar sexy Single-Frauen. Schieb ein paar Nimmerchen. Gut, dass ich meine Ausgehunterhosen anhab. Was für ein toller Kerl. Er muss Poolpartys echt lieben. Oh, ich muss noch ein paar kleine Ställchen kaschieren, bevor ich zur Poolparty gehe. Meine Bauchweckhose rutscht die ganze Zeit nach oben. Oh, ich weiß, was die Sache perfekt machen würde. Ein neuer, fahrbarer Rasenmäher. Mann gegen Natur. Die Zivilisation schlägt die Wildnis zurück. Ein Haus im Vorort. Eine liebevolle Ehefrau, eine glückliche Familie. Rasenmähen am Samstag, Kirchgang am Sonntag, Brotverdiener sein und ein Schuppen voller Werkzeug. Was will ein Mann mehr? Mir fällt da einiges ein, aber das würde jetzt in den Rahmen sprengen. Aber nichts davon hast du gerade aufgezählt. Kann ich's kochen. Genau. Zum Glück ist die Poolparty recht gut ausgeschildert. Mein Kopf sagt Hoffman. Aber mein Magen sagt Eisenhower. Ich frage mich, was das heißen soll, aber ich wette, es ist am Ende sowas wie ein Cheeseburger.
Mein Kopf sagt Rock Hudson, aber mein Körper sagt Doris Day. Ich bin aber auch eine Schlimme. Wenn ich jetzt nur noch einen Cowboy, einen Indianer und einen Bauarbeiter finden könnte, dann könnten wir unten im Village eine Band... Hier scheint ein soziales Ritual der Menschen abgehalten zu werden. Mit Bob los. Vielleicht kannst du sie scannen, um mehr zu erfahren. Bedrohung für Holobob. Majestic-Agenturen verwenden Störsonder, die Holobob-Tarnung rasch auslaufen lassen und Cortex-Scans abblocken. Wenn Majestics Agenten von Vergessen oder Ablenkung kontrolliert werden, können sie keine Holobob-Tarnung durchschauen. EMP-Minen müssen entschärft werden, damit sie Holobob-Tarnung nicht stören. Überprüfe auf der Minimap die Wirkungsreichweite der EMP-Minen, um Agenten auszuweichen. Was glaubt er, was ich bin? Eine Maschine? Ich hätte auf meine Mutter hören sollen. Wie konnte er nur? In unseren Flitterwochen. In den Flitterwochen, alles klar. Ich muss dieses Kleid einfach haben. Es ist einfach ein Traum. Schniekes neues Auto? Check. Frau macht Hackbraten und wirft Valium ein? Check. Eintöniger Job als Verwaltungsangestellter? Check. Unbezwingbare, brodelnde innere Wut direkt unter einem dünnen Anstrich von Normalität? Check. Marilyn, wie soll ich nur mit so einem Vorbild mithalten können? Ich bin so ein braves, lahmes Mädchen. Wenn mein Boss mir noch einmal an den Hintern grapscht, hau ich ihm eine rein. Mach das. Bin ich voll für. Und ich dann auch. Ein Brunnen. Irgendwas macht hier komische Geräusche. Genießt diese Vorortsluft. Sowas gibt es in der Stadt nicht. Nein, Sir. Ja. Die zwei sexiesten Worte der Welt. Aktien und Anleihen. Du bist ein gestörter Mann. Mann, ich liebe meinen neuen Ford Edsel. Ein zukünftiger Klassiker. Gut, ich gehe jetzt einfach mal auf die Poolparty. Was für ein toller Kerl. Er muss Poolpartys echt lieben. So, hier ist ein Störsender. Dieser Bürgermeister ist eine harte Nummer. Ich sollte besser mit Silhouette reden. Wir müssen vielleicht hinter seinem Rücken agieren. Die Sache entwickelt sich zu schnell für alles andere. So viel ich weiß, könnte man sollte doch denken, dass ich mit all meiner Macht in dieser Stadt endlich diese dämlichen Poolpartys verbieten könnte. Immerhin haben wir den Hühnertanz endlich abgeschafft. Dieser Bürgermeister ist eine Lachnummer, genau wie die Poolparty. Mischen wir den Laden auf! Was für ein toller Kerl! Er muss Poolpartys echt lieben. Töte Partygäste. Okay, aber wie? Ich kann sie erstmal zum Affen machen. Ja, hier. Er steht da doch bestimmt voll drauf. Oh,
Mein Kopf! Komm nicht! Einer fehlt noch. Sie wollen unsere Leben vernichten. Hilfe! Ein Mut. Kleine Glas. Ja!